Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 27. Spieltag steht an, der wir erwarten am Dienstag 17.30 Uhr den VfL Bochum zu Gast im Audi Sportpark. Ein bisschen ungewohnte Anstoßzeit. Ja, vom Prozedere her aber alles gleich, Öffnungszeiten wie gewohnt. Ich begrüße unseren Trainer hier zu meiner Linken natürlich wie immer recht herzlich, Ralf Hasenhüttl. Und ja, Ralf, bitte um deine Einschätzung zu dem Spiel. Ist ja die letzte Partie noch nicht allzu lang her. Nach Bochum gibt es relativ zeitnah wieder eine. Ja, wie sieht es aus innerhalb der Mannschaft, bitte? Ja, meine Einschätzung für das letzte Spiel dividiert etwas von der Einschätzung, die ich heute im Kicker gelesen habe über das Spiel. Das war kein Spiel, dessen Niveau unterhalb der Grasnarbe war. Das galt vielleicht für die Heimmannschaft, aber für uns garantiert nicht. Und dass wir kompakt gestanden wären, defensiv und auch kaum eine Chance hatten, muss ich sagen, kann ich absolut nicht unterschreiben. Aber ja, so ist die Wahrnehmung und meine ist halt Gott sei Dank ein bisschen anders. Ich finde, dass wir eins unserer besten Auswärtsspiele gemacht haben. Das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Und so viele Chancen, wie wir auswärts hatten, dass wir kein Tor machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir sind nicht mal defensiv gestanden, sondern so weit vorne attackiert, den Gegner zu haben. Ich glaube, damit hat der Gegner einfach nicht gerechnet und dementsprechend, ja, hatten sie auch kaum eine Lösung gegen uns. Wir waren richtig griffig und haben eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Dass wir nur einen Punkt geholt haben und damit zu den weniger erfreulichen, ist sicherlich unterm Strich nicht befriedigend, das muss ich ganz klar sagen. Wir belohnen uns im Moment für unser Spiel nicht auf die Art und Weise, wie uns das phasenweise in der Saison schon gelungen ist. Andernfalls wären wir nicht zu 31 Punkten gekommen, weil Fakt ist, wir haben heute auch schon viele Spiele erlebt, wo wir sicherlich nicht so gut gespielt haben, aber uns dann auch mit einem Sieg belohnt haben. Im Moment läuft es ein bisschen anders. Wir spielen eigentlich besser als das Ergebnis. Aber ich glaube, das gleicht sich über das Jahr hin auch aus. Und wichtig ist, dass wir so dranbleiben und versuchen, dieses Niveau auch zu halten. Dann bin ich mir sicher, werden wir uns auch wieder mit 3 Punkten belohnen. Und hoffentlich schon morgen Abend zu Hause hier gegen Bochum. Ja, die Ausgangssituation ist ja allseits bekannt. Waren wir im Hinspiel noch 7 Punkte vor dem Hinspiel noch 7 Punkte hinter Bochum. Abgeschlagen letzter, so sind wir mittlerweile vor Bochum. Das zeigt, welche Entwicklung wir auch genommen haben in den letzten Monaten. Aber es ist natürlich ein wichtiges Spiel, weil es für beide um sehr, sehr viel geht. Und wir auf alle Fälle nachlegen wollen. Und vor allem gegen ein Team, das ja in unseren Regionen tabellarisch sich aufhält, ganz wichtig, nicht zu verlieren und auf alle Fälle zu punkten. Idealerweise 3-fach zu Hause. Das ist unser Wunsch und darauf bereiten wir uns vor. Dankeschön, Ralf. Kannst du noch kurz zum Personalstand was sagen? Gibt es irgendwelche Verletzten, die hoffentlich nicht dazugekommen sind? Ja, Stand jetzt habe ich nur von Pascal Groß gehört, dass er ein bisschen Probleme hat mit seinen operierten Weisheitszähnen, also dass sich da anscheinend Entzündungen eingestellt hat und er heute nicht trainieren wird, Antibiotika nehmen muss. Ob er morgen spielen kann das, oder spielen wird, das werde ich dann auch noch mit ihm zusammen entscheiden. Ich bin ja sowieso auch geneigt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, unseren ausgeglichenen Kader auch eine Chance zu geben, zu spielen. Und ich glaube, das macht ja absolut Sinn in der englischen Woche. Ich habe mir das in allen bei meiner letzten Station angewöhnt und war damit eigentlich sehr gut gefahren mit der Tatsache, dass man eben dann auch im zweiten Spiel in der englischen Woche auch mal durchrotiert. Und dementsprechend wird es sicherlich ein paar Veränderungen zu der Mannschaft in Pauli geben, auch wenn sie sehr gut gemacht haben in Pauli. Aber wir haben Möglichkeiten, wir haben einen großen Kader, wir haben Spieler, die heiß sind, auch wieder zu spielen. Und natürlich auch aufgrund der Taktik, die sicherlich ein bisschen anders aussehen wird gegen Bochum, durchaus möglich, dass wir eine andere Herangehensweise wählen. Und das spricht dann vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der jetzt im letzten Spiel nicht von Anfang an dabei war. Und dadurch kann es sicherlich sein, dass die Startelf ein bisschen ein anderes Gesicht hat als gegen Pauli. Ansonsten, glaube ich, sind alle Mann wieder an Bord, bis auf die Langzeitverletzten. Heinal und Matip sind sonst alle mit an Bord.